Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix für die PS3. Im letzten Part haben wir im Ende der Welt alles soweit abgeschlossen, was wir abschließen wollten. Beziehungsweise wir sind bis dahin gekommen, wo es dann eben hieß, hier geht's nicht mehr, wenn du hier weiter gehst, dann kommst du nicht mehr zurück, so nach dem Motto. Und in der heutigen Folge möchte ich einen kleinen Zusammenschnitt zeigen, wo man so die Tropfen herbekommt. Also so Wuttropfen, Mithriltropfen und so weiter, was man eben fürs Crafting benötigt. Den Wuttropfen bekommt man hier im Wunderzimmer. Ich hoffe auch, dass die entsprechenden Gegner bald mal spawnen. Ah, na bitte. Hier haben wir jetzt die Gruppe Schattenlurche, die andeutet, dass wir, dass die richtigen Gegner hier spawnen. So, das heißt, wir erledigen die erstmal, dann kommen noch ein paar mehr Schattenlurche, die erledigen wir natürlich auch. Wir hatten das auch schon mal, als wir hier waren, um die letzten... die letzten Schatzkisten und so noch abzufahren. So. Da haben wir uns hier auch schon drin wiedergefunden mit genau dieser Gegnergruppe. Und da sind wir dann bei den wichtigen Gegnern, nämlich den hier, den Riesenschattenlurchen. Da sind wir leider Gottes verreckt. Das wird uns jetzt nicht nochmal passieren. Denn ich habe die jetzt auch schon, ich glaube, zweimal besiegt oder sowas. Aber wir brauchen die Wuttropfen insgesamt viermal. Während des gesamten Craftings, deswegen, ja. So, und hier haben wir einen Wuttropfen. Perfekt. Dann gehen wir als nächstes. Ich würde sagen, als nächstes machen wir den tiefen Dschungel. So, und hier wollen wir ins Bambusdickicht. Das ist, wenn man vom Zelt, wo Jane drin ist, aus einfach rausgeht und dann nach rechts, dann landet man hier. Ich werde mir hier alle Gegner noch schnell killen, denn das hat auch gerade eben im Wunderland geholfen, dass dann der richtige Gegner spawnt. Ich hoffe, das wird hier wieder der Fall sein. Und da ist er. Okay. Hier haben wir ein kleines Hütchenspiel. Der springt, den müssen wir verfolgen und dann treffen. So. Jedes Mal, wenn wir ihn treffen, haben wir eine Chance, das entsprechende Item zu bekommen. Mist. Das habe ich gar nicht mitbekommen, was ja nicht. Und wenn wir einen Falschen erwischen, dann kriegen wir einen Stromstoß. So. Wir dürfen ein paar Mal den Falschen erwischen, aber zu oft wäre jetzt auch schlecht. Das müsste hier in der Mitte sein. Ja, perfekt. So, wenn wir ihn fünfmal erwischen, dann kriegen wir auf jeden Fall, das müsste wieder der in der Mitte sein, glaube ich. Ja, perfekt. Kriegen wir auf jeden Fall den Donnertropfen. Oder einen Donnertropfen, besser gesagt. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Der? Nee. Ah, na fast. Zweiter von der Seite, aber von der falschen Seite aus. So, da... Ich glaube, der ist hier hinten. Nee? Menno. Ah, das ist teilweise echt schlecht zu sehen, ne? Je nachdem, wie die fliegen. Okay. Jetzt müsste aber hier draußen sein. Nein? Was zum? Okay, das ist verkackt. Da ist er weg. Ja, Das werde ich jetzt aber nicht nochmal versuchen. Ich hasse dieses Ding. Leider brauchen wir 5 Donnertropfen. Ich habe jetzt aktuell, lasst mich mal kurz reinschauen, Donnertropfen 2. Also dreimal muss ich den Mist noch machen. Yay. Naja, okay. So, als nächstes würde ich sagen, gehen wir zu Monstro. Weil das ist auch recht easy zu machen. Von daher, warum nicht?
So, in Monstro wollen wir in den Magen. Das ist der Raum, wo wir gegen den Boss gekämpft hatten. Und hier haben wir auch schon den richtigen Gegner. Den wollen wir gar nicht besiegen. Wir wollen ihm ein Elixier oder Finalelixier entgegenschmeißen. Für ein Elixier bekommen wir hundertprozentig mindestens einen Cyanid-Tropfen. Für ein Finalelixier bekommen wir hundertprozentig mindestens zwei. Wir haben jetzt drei bekommen, das ist sehr schön. Fünf hatte ich schon und sieben brauchen wir insgesamt. Das heißt, ich habe alle, die ich brauche. Das ist perfekt. So. Dann würde ich sagen, machen wir mit dem bei mir verhasstesten weiter. Dem Achat-Tropfen. Der ist in Traverse. So, und zwar hier in Traverse Nord. Wir haben den Gegner schon mehrfach gesehen. Das ist der nicht. Mann. Das hier gerade, aber auch nie sofort der richtige Gegner kommt. Schweinerei. So, das ist der richtige Gegner. Hinten das Äffchen kennen wir ja schon. Und zwar, was hier zu erledigen ist, ist, wir müssen das Äffchen besiegen, ohne dass es uns sieht. Und genau darin besteht die Schwierigkeit. So, das heißt, wir müssen hier tatsächlich ein bisschen abwarten. Denn wenn es uns sieht, dann beschwert es halt diese blöden Viecher, die mit der Zwille auf uns werfen. Oder auf uns schießen, besser gesagt. Und gegen die haben wir A, keine Chance und B, dann ist das eh vorbei. So, wenn wir den ersten besiegt haben, dann kommen zwei neue. Die müssen wir auch beide besiegen, ohne dass uns auch einer davon sieht. Was echt assi wird. Außer hier springt einer hoch und trennt sich vom anderen. So zum Beispiel. Das ist gerade sehr schön. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Komm mal hoch hier. Komm mal wieder hoch hier. Nein. So ist falsch. Habe ich Stopperer noch? Ja, ich habe Stopperer noch auf Kurzball. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Okay, das Problem ist, wo ist der zweite? Da hinten. Okay. Ah, Mist. Und schon verkackt. Und schon verkackt. Jetzt können wir nur so schnell wie möglich hier raus, um die Affen despawnen zu lassen. Und das Ganze nochmal von vorne beginnen. Yay. Eventuell ist der Eingang von hier auch sinnvoller, da wir uns an einer besseren Stelle befinden. So, da ist wieder Äffchen. Da kommt das Äffchen wieder. Dann wollen wir doch mal schauen hier. Okay, das hat noch funktioniert. Und jetzt schnell mal hier aus dem Weg. So. Okay, damit sie uns nicht direkt sehen können. Ah, Mist. Jetzt haben sie uns gesehen. So ein Mist. Okay, ja. Ich habe euch auf jeden Fall gesagt, wie es funktioniert. Belassen wir es dabei. Denn... nee. Nee, nee. Das mache ich dann auf Screen, wenn ich irgendwie Zeit habe. So, auf jeden Fall... Ja. Kommt man auf die Art und Weise an. Ach, Tropfen. Wie gesagt, fünf Stück braucht man. Einen habe ich auf jeden Fall. Habe ich noch einen zweiten Hartropfen? Nein, ich habe nur einen. Also viermal darf ich das noch machen. So, als nächstes führt uns der Weg nach Agrabah. Und zwar gehen wir hier zu Aladins Haus. Von da aus ist der Weg am schnellsten. Denn wir springen einmal hier auf die Hauptstraße.
Und gehen hier zum Palastplatz. Die Gegner sind mir gerade egal. Mal schauen. Okay, wir sehen, dass der Gegner da ist, wenn dort ein Haufen Urnen steht. Das ist jetzt das, worauf wir es abzielen. Hier. So, in einer dieser Urnen ist der Gegner drin. Und wir wollen zunächst alle anderen erledigen. Wir erkennen die Urne, wo der Gegner drin ist, daran, dass man sie nicht wegschieben kann. Das ist die hier. Alle anderen können wir wegschieben, indem wir gegenlaufen. Von daher, die Urne hier vorne links wollen wir nicht zerstören. Aber alle anderen. So. Dafür, dass wir die richtigen Urnen zerstören, kriegen wir ein paar Erfahrungspunkte, was ganz nett ist. So. Und hier bei der letzten haben wir auch schon die Chance, einen Mithril-Tropfen zu bekommen. Ist jetzt hier nicht der Fall gewesen. Na gut. So, die ist an sich egal. Ich zerstöre sie trotzdem, weil da ist manchmal Geld drin. So. Dieser Gegner hat einen sehr, sehr kleinen, einen sehr kleinen Energiebalken. Ist aber auf andere Art und Weise nervig. Ich kann ihn nur verletzen, wenn ich vorher seinen Angriff geblockt habe. Und ja, ich und Angriff blocken. Ganz toll. Das ist genau das, was ich am besten kann. Ah, Mist. Außerdem schmeißt er hier eine Giftlache auf den Boden. Das ist eigentlich das Einzige, was in meinen Augen gefährlich ist an ihm. Schade. Und das Prinzip ist immer, wir greifen ihn an, dann hört er auf rumzurennen und macht halt seinen Nahkampfangriff. Und genau den müssen wir versuchen zu blocken. So zum Beispiel. Und dann können wir, während er gestunt ist, ein bisschen auf ihn drauf prügeln. Ich habe bisher noch nicht geschafft, ihn zu erledigen, ohne ihn mindestens dreimal stunnen zu müssen. Was ein bisschen nervig ist, aber hey. Und ja, meistens hau ich tatsächlich einfach drauf. Und es funktioniert dann irgendwie. So zum Beispiel. Ja, keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, ihn da zu blocken, aber gut. So, in seiner letzten Phase, wenn er kurz vom Tod ist, geht er immer hier in die Mitte. Und dann ändert sich sein Angriff auch so ein bisschen. Oh, ich habe ihn direkt erwischt. Nice. Aber durch seine blöde Giftlache hat das jetzt natürlich nochmal geschafft, mich angreifen zu können. Aber egal, wir haben den Mithril-Tropfen. Sehr schön. So. Dann ein paar Tropfen gibt es noch. Die hatte ich mir offscreen jetzt noch nicht angesehen tatsächlich. Aber ich sag mal so, extrem schlimm sieht's nicht aus. Ja, zum Beispiel wollen wir jetzt nach Hollow Bastion. Und zwar wollen wir hier, denke ich mal, in die Kapelle. Mir wird auf jeden Fall angezeigt, in der Wandelhalle bzw. Sechslichterhalle ist der entsprechende Gegner zu treffen. Und ich denke, Kapelle ist da ein ganz guter Einstiegsort. Denn von hier aus kommen wir im Moment hier an die Außenwand. Oh, der Teleport ist wieder da. Ich schau da mal jetzt aktuell noch nicht rein. Moment, genau, hier kommen wir in die Außenwand. Von hier aus müssten wir dann dahin kommen, wo ich hin will, glaube ich. Sechslichterhalle, perfekt. Genau das wollte ich. So, und ihr könnt euch doch sicherlich noch hier an die unsichtbaren Gegner erinnern. Genau die müssen wir erledigen. So, na komm her hier. So. Und soweit ich weiß, kommen die auch, wenn hier normale Gegner spawnen. War ja beim letzten Mal auch so. So, also prügeln wir uns hier einfach mal durch. Hat den Vorteil, dass wir noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln.
die wir sowieso brauchen. Von daher passt das. Okay. Na denn. Komm mal her hier. So, sehr schön. Angriffskraft für Donald. Ist okay. Kann man machen. Sag ich mal so. Na komm. Lass dich erledigen, Mistvieh. Was? Achso, Nairo. Ich hab mich schon gewundert, hä? Was castet Donald jetzt nicht? Aber ja, Nairo ist legitim. Nairo ist definitiv legitim. So, wenn Donald nur nicht auch regelmäßig Stopp auf Gegner zaubern würde, wäre ich ihm verdammt dankbar. Naja. Oder halt Aero in Situationen, wo ich es nicht unbedingt brauche, wie hier. Aber okay. Das ist dann so, ne? Kann ich mit lieben, sag ich mal. Aber tatsächlich ist der Gegner nicht da. Na gut. Gehen wir nochmal raus und wieder rein. Ich weiß, die Schleichsoldaten sind hier. Nee. Normaler Gegner. Warum spawnen hier gerade wieder neu die normalen Gegner? Ich meine, ich war noch keine zwei Gebiete weg. Ha. Tja. Ah, da haben wir doch einen. Na bitte. So, mit Stopp wird er sichtbar, was ganz angenehm ist. Das heißt, wir können hier wenigstens ein bisschen auf ihn drauf kloppen. Wo ist er jetzt? Da hinten. Da ist er. Hab ich dich. Mistkerl. Komm schon, ey. So. Na? So, und jetzt, wo er mehr als die Hälfte seiner HP verloren hat, bleibt er auch sichtbar. Zum Glück. Komm schon. So, und wir kriegen Energietropfen, wenn wir ihn erledigen. Sehr schön. Das war auch alles, was ich haben wollte. Davon brauchen wir insgesamt 6 Stück. Gucken wir gleich mal, wie viele wir jetzt aktuell haben. An Energietropfen. Können wahrscheinlich hier unten irgendwo sein. Nee. Energietropfen. Oh, sehe ich gerade gar nicht. Warum sehe ich die gerade nicht? Ah, hier. Einen haben wir jetzt. Okay. Aber wie gesagt, 5 Stück. Nee, 6 Stück brauchen wir. Also noch 5. Aber wie gesagt, das werde ich dann alles offscreen holen, weil. Nee. Wird jetzt einfach nur langweilig, das die ganze Zeit sich anzugucken. Okay. Dann führt uns unser Weg als nächstes. An sich ins Nimmerland. An sich ins Nimmerland, dann machen wir das mal. So, hier im Nimmerland wollen wir an Deck gehen. Und hoffen, dass der richtige Gegner kommt. Ah, da haben wir ihn doch. So, das ist unser Gegner. Also, quasi. Der droppt mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% genau das hier, den Juwelentropfen. Diese Raketenviecher, die er spawnen lässt, die droppen das mit einer Wahrscheinlichkeit von 100%, sind aber auch fast nicht zu besiegen. Deswegen, ja,
macht man normalerweise, nutzt man normalerweise das große Viech. So, davon brauchen wir 6 Stück. Ich weiß nicht, hatte ich davon schon welche? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber wir gucken mal. Ich will einen Tropfen. Ne, ist der erste. Okay. Brauche ich also auch noch, wie gesagt, 5 weitere. So, dann Pyrotropfen haben wir an sich schon gesehen. Den Gegner hatte ich schon mal besiegt. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach trotzdem nochmal hin. Das ist in Oogie Boogies Gut in Halloween Town. So, dann schauen wir doch mal. Ob wir ihn direkt bekommen. Na, sieht so aus. Sieht so aus, denn der wird dadurch angekündigt, dass hier ein paar von diesen Geek-Shark da sind. Und sobald wir die erledigt haben, kommt dann unser eigentlicher Gegner. So, da ist er auch schon. Chimera. So. Ihr erinnert euch eventuell. Den, wie gesagt, hatten wir auch schon mal erledigt. Ah, da haben wir auch schon einen Pyrotropfen. Sehr schön. Das heißt, er droppt den nicht erst beim Tod, sondern kann ihn auch zwischendurch mal droppen. Wahrscheinlich, wenn wir irgendwas, keine Ahnung, irgendeine seiner Kugel zurückschlagen oder sowas. Keine Ahnung. Naja, wie auch immer. Und, ja. Hier ist ja auch das übliche Problem, oder das Problem, das wir ja schon mal festgestellt hatten. Wir zerstören seine Hülle, dann kommt sein Hirn raus und dann klopfen wir darauf. Fertig. Das ist der ganze Trick bei der Sache. Und währenddessen kümmern wir uns halt auch so parallel noch so ein bisschen um die Gegner, die er spawnt. Mehr oder weniger zumindest. Ja, wirklich kümmern tun wir uns ja nicht. Wir ignorieren die und wenn wir sie halt bei unseren Angriffen versehentlich mittreffen, dann ist es so. Sag ich mal. Oh, ich hätte ja tatsächlich keinen zweiten mehr gedroppt. Na gut. Dann bleibt es bei dem einen Pyrotropfen, den wir hier bekommen haben. Ist ja auch egal. 7 Stück brauchen wir. 2 haben wir jetzt schon. Das heißt, ja, ein bisschen was fehlt noch, aber das ist jetzt irgendwie so das große Problem. Okay, weiter geht's. Diesmal zurück in den tiefen Dschungel. Wir könnten zwar potenziell auch nach Atlantica, aber ich denke, im tiefen Dschungel wird's leichter für uns. Deswegen gehe ich dahin. So, hier wollen wir zum Baumhaus. Und dann schauen wir mal. Kommen hier Gegner, die uns angreifen? Oder nicht? Nee, perfekt. Perfekt. So, hier sind wieder unsere Freunde, die Profungi. Die hier ein bisschen Magie auf sich gecastet haben möchten. In dem Fall, stopp. So, müssen wir nur alle 3 finden. Und sobald das geschehen ist, sobald wir auf alle 3 Profungi, die sich hier irgendwo befinden, Stopp gezaubert haben. Ah. Da unten sehe ich noch einen. So. Dankeschön. Und jetzt noch den letzten suchen. Dass sie sich auch verstecken müssen, die Mistviecher. Und wir sehen es ja so ein bisschen daran, dass unsere Aktionsleiste rot wird, wenn er in der Nähe ist. Weil das ist ja ein Gegner, den wir angreifen können. Theoretisch. Nicht, dass sich das für uns lohnen würde. Natürlich hier oben. Okay, hier direkt nicht.
Ja, okay. Okay. Ich gehe außen lang. Kein Ding. Warum bist du nicht gesprungen, Sora? Du Mistkerl. Wow. So, ach ja, und da fällt mir gerade noch ein. Was wir hier auf jeden Fall machen wollen, ist so viele MP wie möglich. Ja, wir brauchen so viele MP wie möglich an der Stelle. Unser Angriff ist vollkommen egal, wir brauchen nur MP. MP. Haben wir irgendwas, um unsere MP zu erhöhen? Ja, perfekt. Perfekt. Zauberring. Runenreif. Selbst der XP-Ring wäre mir egal. Aber noch was haben wir nicht. Okay. So. Interessant ist hier nämlich unsere maximale MP-Anzahl für den Gegner. Na komm schon. Halt dich fest. Danke. Vielen Dank fürs Festhalten, Sora. Sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. So. Hier einmal rüber. Ich vermute nämlich, der ist hier auf dem Dach. Ich vermute, der ist uns hier aufs Dach gestiegen. Gucken wir einfach mal. Nee. Hier ist er nicht. Ah, da. Was zum Teufel, ey. Natürlich, ne? Natürlich. So, hier. Warte mal. Gestoppt. So, und dadurch spawnt jetzt hier dieses große Viech. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich volle MP brauche. Ich erhöhe mal lieber meine MP so sehr es geht. Hau noch ein Aero auf mich drauf. So, und dann. Wobei, ich mach mal auch auf Goofy noch ein Aero. So, dann stoppen wir das Vieh und kloppen hier so viel drauf wie möglich. Je mehr Treffer wir schaffen, desto besser. Während er gestoppt ist. Bei 100 Treffern kriegen wir hundertprozentig den Freundtropfen. Ansonsten, ich glaube, ab 40 Treffern haben wir eine 10% Chance, den zu kriegen. Und danach haut er so oder so einfach ab. Und wir haben ihn nicht bekommen. Wow. Ja, ja. Ich hasse das Ding. Ich hasse es. Ich hasse es. Aber gut. Auf die Art und Weise, wie gesagt, kann man es schaffen. Man sieht, es ist nicht immer leicht. Es ist nicht immer leicht. Aber gut. So, was fehlt noch? Was fehlt uns noch? An sich, wenn ich das richtig sehe, nur noch der Energietropfen. Genau, der Freudenstein. 7 Stück davon brauchen wir übrigens. Ja, viel Spaß. Dann nur noch der Sturmtropfen. Okay. Da muss ich selber auch mal schauen, wo genau sich das befindet. Ich weiß auf jeden Fall irgendwo am Ende der Welt. Aber ich weiß jetzt nicht genau, mir wird nur angegeben Pool der Welten, wo genau der ist. Und das heißt, da muss ich nochmal gucken, aber wir sehen uns dann gleich dort. Okay, das ist leicht hier unten, direkt beim Speicherpunkt vor der letzten Tür, ist der Pool der Welten. Das heißt, da können wir hier einfach hin und her gehen und darauf hoffen, dass der richtige Gegner kommt.
Mensch. Yay. Und hier haben wir jetzt auch die Gegner, die wir erledigen wollen und müssen und so. Wow. Die machen ordentlich Schaden. Was zum Teufel. So. Dann erstmal ein Ei rüber auf mich. Um hier ein bisschen Schutz zu kriegen und so. Finde ich, ist eine ganz gute Idee. So, das, so von der Bewegung her scheint es einfach größere, stärkere Schattenlurche zu sein. Weil die machen stark das Gleiche. Die ähneln sich sehr, was das angeht. Und ja. Na komm. Oh, echt jetzt hier? Komm schon. Mistviecher. Los jetzt. Lasst euch doch erwischen. Mann. So. Danke. Yo. Ey, was soll denn das? Haut doch nicht immer ab hier. Ist doch voll uncool. Wenn er einfach verschwindet. So. Ey. Da hat mich das Viech einfach festgehalten. Was zum Teufel? Natürlich. Was denn auch sonst, ne? Hm? So, der letzte. Denke ich mal. So, und hier kriegen wir unseren Sturmtropfen. Na bitte. So, von denen benötigen wir... Lass mich kurz nochmal in meine schlaue Liste schauen. 4 Stück. Also, nicht so viel. Das ist machbar. Ja, dann nochmal kurz nachschauen. Ne? Zenithropfen hatte ich euch gezeigt. Donnertropfen hatten wir. Wuttropfen hatten wir. Achattropfen hatten wir. Nitriltropfen hatten wir. Freudenstein haben wir leider nicht bekommen, aber auch gezeigt. Pyrotropfen hatte ich gezeigt. Sturmtropfen, Energietropfen, Juwelentropfen. Fertig. Perfekt. Das sind alle Tropfen und halt der Freudenstein, die man durch solche speziellen Kämpfe, sag ich mal, bekommt. Und jetzt wisst ihr, wo man die herkriegt. Dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.